Moinsen, Stefan hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute total abgefahren. Ja, bin auch schon ein bisschen freudig erregt und mache mir fast schon so ein bisschen ins Höschen vor lauter Vorfreude auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Yippie-yay-yay, ich bin zum allerersten Mal hier und es ist jetzt so 21:45. Um 10 Uhr machen die Pforten auf, stehen schon 1.000 Millionen Menschen. Das ist ja auch immer gut in Deutschland. Das heißt, wenn der Deutsche eine Schlange sieht, zack, erstmal angestellt. Das mache ich aber auch gleich. Der Matze kommt auch noch gleich dazu. Der hat sich extra auf dem weiten Weg da aus seiner Heimat hier ins Rheinland gemacht, damit wir heute mal so ein bisschen zusammen über diese Messe rennen. Morgen kommt der Sebastian noch dabei. Uiuiui, ich glaube, wir haben eine Menge zu tun. Ich habe extra die schnellen Schuhe angezogen, ja, und auch die Füße ordentlich gewaschen, damit ich nicht Blasen kriege. Und jetzt will ich dich mal mitnehmen auf so eine kleine schöne Runde hier über dieses weite große Areal. Da bin ich auch schon total gespannt, was es hier alles zu sehen gibt. Bist du dabei? Na dann komm, auf geht's! Schönen guten Morgen aus Düsseldorf vom Caravansalon. Los geht das nämlich. Wir stehen hier auch wieder super mitten in einer, sag mal, hier im Weg. Ich zeige dir mal den ganzen Kram nach vorne. Eieieiei. So, wir haben mal ja, gespannt hier. Sind wir in der Halle. So, ich drehe mich mal ganz langsam. Da stehen so die richtigen Dinger. Ich habe auch fast schon überlegt, ob ich nicht die Schuhe ausziehen muss, bevor ich hier reinrenne. Wir stehen halt einfach so, ich sag mal, zwei Familienhäuser in einer schönen deutschen Wohnsiedlung. Stehen wir hier auf vier Reifen oder manchmal sogar noch mehr. Das Blöde ist halt nur, man darf in diese ganzen wunderbaren Dinger gar nicht rein. Also nicht in die großen zumindest. Aber ey, die sind ja von draußen schon echt. Gar nicht laut zu reden, ey, nicht, dass ich hier noch rausgeschmissen werde aus der Halle. Übrigens, Melli, wenn das mal richtig gut läuft bei dir, mein Schatz, ja, dann packst du einfach deinen Karren hier hinten rein und sagst dir, ab in Urlaub. Was ist denn hier los? Der Matze, der ist völlig durch den Wind. Dem geht hier auch fast ganz, also ein bisschen Freudigkeit geht dem fast schon ab hier, weil der steht auf diese komischen Dinger mit diesen, so hier mit Sahara-Fahren und so. Völlig, also cool anzugucken, meins weiß ich jetzt nicht. Also ich habe einen 580 QS, was soll ich jetzt noch sagen? So, und irgendwann kommt ja die Mittagszeit. Ja, und was ist am Mittags? Ey, da kriegst du Hunger. Und dann denke ich mir manchmal, boah, jetzt einfach mal so ein halbes Schwein auf Grill. Da kriegst du eine ganze Herde rein. 5 Sterne, heute mal nicht im Hotel, heute mal 5 Sterne hier auf Boot. Dann haust du da einfach mit deinem Caravan mal so ganz akkurat ins Wasser, musst halt gucken, dass du vorher das Auto vorne wegnimmst, sonst ist das nämlich auch nass. Und dann kannst du mal so ganz akkurat über die Rachten schippern. Das finde ich auch geil. Das finde ich tatsächlich cool. Aber bei uns hast du halt auch so wenig Wasser in Unterhaching. Das ist schon wieder scheiße. So, und wenn du mal so ganz charmant jetzt, nee, jetzt ist sie, erst wollte sie nicht, jetzt darfst du auch nicht. Wenn du dir so ein Ding kaufen willst, gehst du auf hausbootportal.com. Ah, Werbesendung. Da kannst du dir ein Caravanboot, Camping ohne Grenzen kaufen, Camper und Hausboot in einem, 4 Schlafplätze, Panoramafenster, Klima etc., Bootsführerschein frei bis 15 PS in Deutschland. Chakalaka, mach das! Der Matze ist schon wieder völlig durch den Wind. Jetzt macht er auch direkt ein Foto, wo ich hier das Video am Drehen dran bin. Das ist nämlich eins von diesen sogenannten, ich glaube Tiny House heißt es. Muss halt gucken, dass du das Ding so hinstellst, dass die Sonne den ganzen Tag auch nur von der Seite kommt, weil hast du halt an der Seite dran. Jetzt, wenn man da reingehen will, oh, schon wieder Werbesendung, muss man sich hier anstellen. Das ist mir viel zu blöd, habe ich keine Lust drauf, dauert mir zu lang. Aber dann hast du halt einfach so einen riesen Holzkasten auf 6 Reifen und denkst dir, boah, habe ich einen großen Holzkasten auf 6 Reifen. Ab in Halle 13. Guck ich schnell. Richtige Halle für uns. Zubehör. Daumen halten, dass wir richtig tolle Sachen sehen. Also wir miteinander, alle Menschen. Kennst du noch? Habe ich schon vorgestellt beim Einbau. Damit er halt nicht so wie hier Karl Gustav in die Knie gehen muss, sondern völlig entspannt hier so mit Knopfdruck. Wir sind übrigens gerade bei Alko. Wenn du so irgendwie gar nichts mehr zu tun hast und dir vor Langeweile fast in die Hose machst, dann nimmst du einfach mal 3 Bälle und feuerst die mal so ein bisschen nach. Boah, und dann denkt man sich, boah, was der alles kann, das ist ja Wahnsinn. Ja, bin ja manchmal selber total überrascht. Alter, heute ist total incredible. This is the
Captain! Das haben wir für ein Glück, ja? Weil wir hier, er auch, ja, wir haben es einrichten können. Das ist der junge Mann, der hier mit einer unfassbaren sportlichen Figur eine eben. Das ist halt, weißt du, wenn du dich also total zum Larry machen kannst, dann ist das dein Job. Genau. Ich würde das ja auch machen können, aber ich kann halt diesen Handeinstand nicht. Genau. Mach nochmal. One-handed. Das war doch Zufall, oder? Wie geil. Jetzt machen wir mit Tedman noch ein kleines Foto. Ja? Und dann. Nimmst du es mit? Das Foto oder dich? Happy, ja, happy. Nein, das Foto nimmt sie mit und dann seid ihr happy. Weil ihr seid ja happy gekommen und ihr geht's ja wieder happy. Wenn wir irgendwie so, so was multimedia-mäßig hier die Mädels so herstellen, das wäre eigentlich die Mädchen. Ja, aber schöner. Wir brauchen eine Chica, die einfach so macht. Ja, richtig gut halt. So, nachdem wir uns jetzt gerade mal völlig zum Affen gemacht haben bei hier Tedman. Guck mal, das ist geil, oder? Siehst du das? Cat Eye Evolution Heckleuchte mit dynamischen Blinkern. Das ist ja krass, ey. Total abgefahrenes Ding. Jetzt sind wir nämlich hier bei Weinsberg. Ja, das ist ja sowieso so ein bisschen Knaus-Tappert-Gruppe. Und da oben siehst du es schon, ja, minus 17 Grad Außentemperatur, wie kuschelig. Pass auf, jetzt zeige ich dir gleich mal, wie kuschelig das Ding da drin ist. Jetzt hat es zwar keine minus 17 Grad, aber das, was ich dir zeige, das wird dir die Tränen der Freude ins Gesicht knallen lassen. Pass auf, ich muss da mal kurz reinkommen. Pass auf, jetzt check das Ding. Na, zum einen siehst du hier schon mal Kamin. Ja, ist also keine Sorge, kein echtes Feuer. Das ist halt nur so, sieht halt aus wie. Und jetzt pass auf, jetzt zeige ich dir mal was. Matze, hier. Knall dich da mal ordentlich hin. Also mach einfach nichts dabei kaputt, wenn es geht. Jetzt siehst du hier in diesem Wohnwagen, weiß ich gar nicht, wie der heißt. Weinsberg, schlag mich tot, voll Dingsbums. Aber guck mal, da steht ein Sofa. Das ist der Caravon 740 UW. Er hat einen Fernseher hier drin, der ist größer als der Fernseher bei uns zu Hause. Alleine da wäre ich ja schon wieder ganz neidisch. Und dann hast du hier auch noch so ziemlich abgefahren, hier so eine Sofa-Ecke. Matze, mach mal hier an so einem Hebel musst du ziehen, hat er gesagt. Ja, nee, pass auf, hier. Hier ist der Hebel hier. Und dann ist der wahrscheinlich bei dir da. Und dann kannst du dran ziehen. Und dann guck. Boah, geil. Das ist aber auch geil, dass du so klein bist, weil sonst würden die morgen anstoßen. Aber heiße Füße nicht. Ja, das ist ja gar nicht das Feuer. So, jetzt pass auf, stell dir mal vor, also du kannst dir diesen Wohnwagen so konfigurieren, dass du hier entweder so eine Doppelbettkonstruktion reinknallst. Sag ich doch einfach mal, ach, brauchst du nicht, lässt die Kinder zu Hause. Stattdessen nimmst du hier schön dieses Sofa rein, hast einen, weiß ich nicht, 55 Zoll Fernseher, haust dir noch eine Pläse ran und kannst, wenn es mal richtig saut im Sommer, im Winter oder im Herbst oder wann auch immer, kannst du mal richtig, ey, zwei Wochen durchzocken. Matze. Hier. Das wäre doch was, oder? Absolut geil. Leck mich doch fett. Jetzt machen wir uns nichts vor. Ich meine, die Situation, die kennt ja jeder. Ja, bist du zwei Wochen irgendwo in Italien und denkst dir, boah, die Handtücher alle schon wieder so schmutzig und da muss ich mich da bei der Waschmaschine anstellen und noch einen Euro reinwerfen. Das ist mir alles viel zu blöd. Den musst du nicht mehr. Kaufst dir einfach den hier für ein bisschen was. Weil, zeig ich dir, komm mal mit. Wenn du nämlich so ganz gemütlich in deinem Bettchen liegst, ja, und dir denkst, boah, die Handtücher, Mensch, was mache ich denn damit? Ja, ganz einfach. Ich schmeiße hier einfach in so eine Waschmaschine. Oh, es ist eng. In so eine Waschmaschine rein. Dann geht das auf. Matze, oh, einfach ziehen. Da hast du hier nämlich eine Waschmaschine eingebaut. Ja, und wenn man sich jetzt die Frage stellt, berechtigterweise, oh, die braucht doch Wasser. Ja, ist ja nicht schlimm. Soll sie kriegen, hast du nämlich hier, siehst du da, hier so einen City-Wasseranschluss dran. Ja, musst du halt nur gucken, dass du auf dem Campingplatz fährst, wo du auch ordentlich Wasserdruck hast und das Wasser reinziehen kannst. Sind wir auch gleich schon in den nächsten reingehüpft. Der ist genauso groß, hat aber diesen Ausschub nicht. Aber dafür hat er was unter der Sitzbank, haben wir entdeckt. Matze ist nämlich einer, der fasst alles an. Guck mal, da hast du einen dicken, sieht man das, ist ein bisschen dunkel, einen dicken Subwoofer. Ja? Wenn der Nachbar, weiß ich nicht, mit so einer kleinen, schrusseligen Bluetooth-Box die Musik zu laut macht und du dir denkst, boah, gib mir diese Musik gerade auf den Sender, dann kannst du hier wahrscheinlich mal mit Schalldruck den kompletten Platz lärmen. Sonst lasse ich die Katze aus dem Sack. Ich habe als Jugendlicher habe ich bei uns an der Autobahntankstelle Tankwart gemacht, so mit Scheibenputzen und so. Da hatte ich manchmal LKWs, da habe ich gesagt, pass auf, ey, deine Scheiben putze ich, ich komme ja nicht ran. Die waren aber kleiner als das, pass auf. Boah! Hör mal, das ist mal ein akkurates Gerät. Und was das für ein Gerät ist, ich traue mich gar nicht, den Mann zu fragen. Ich mach das. Jetzt bin ich da drin, in diesem 690.000 Euro Wohnmobil. Hast natürlich hier auch ein schönes Bettchen. Ob der Schlaf natürlich jetzt deswegen auch gleich viel besser ist, das sei dahingestellt. Aber was ich natürlich brutal finde, Holly, machst du mal diese Tür zu da? Kannst auch von innen machen, wenn du willst. Da müsste doch so eine Tür drin sein.
Boah, jetzt bimmelt das Handy hier schon die ganze Zeit. Boah, jetzt habe ich dem gesagt, er soll die Tür zumachen. Jetzt macht er sie kaputt. Jetzt, pass auf. Jetzt kann ich nämlich auch mal ein bisschen filmen. Vorne saßen Menschen, die bestimmt nicht gefilmt werden wollen. Das ist ganz hinten. Unten drunter ist eine Garage, da steht ein Porsche. Carrera Cabrio. Hier in diesem Bereich hast du jetzt das Badezimmer. Also ein richtiges Badezimmer. Schau mal. Oh, mit so Glas, mit einer richtigen Glasdusche und mit einer schönen Heizung. Und vorne hast du halt noch so eine Sitzecke, aber die kannst du dir ja knicken, weil da sitzen ja gerade Menschen. Lirum Larum, jetzt hast du auch mal so ein Gerät von innen gesehen. Das ist übrigens ein bisschen Klimaanlage, konnte ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich auch wichtig, wenn du da irgendwo in Südspanien stehst, ja, und relativ hoch schläfst. Wir sind hier ja auch relativ hoch. Also muss auch wie sagt man, schwindelfrei sein. Wenn du schwindelfrei bist, guckst du aus dem Fenster raus, denkst du dir, boah, ist ja wie auf dem Harz, Brocken. Guck dir das mal an. Jetzt aus, hast du gesehen? Licht an, Licht aus. Geil, wenn du hier so ohne, dann ist Spiegel und wenn nicht, dann ist, ups, Licht. Ja, verrückt. Die Menschen, was die so erfinden. Na gut, wir fliegen ja auch zum Mond, ja. Habe ich dir was erzählt von Porsche? Ist ja nicht gelogen, das ist ja auch die Porsche Edition. Jetzt pass auf. Da steht er. Alleine den würde ich schon mitnehmen wollen. Das würde mir auch ziemlich gut stehen und mich unfassbar gut kleiden, oder? Kannst du auch sagen, was du willst. Und immer wenn du glaubst, Alter, noch viel mehr geht ja nicht, ja, dann wirst du eines Besseren belehrt, weil jetzt haben wir hier so ein Riesen-Okolyt, das ist tatsächlich so ein LKW mit hier so 92 ausfahrbaren Dingern. Da darfst du halt nicht reingehen, nur mit Standpersonal, aber ich habe heute Morgen nicht ordentlich genug geduscht, komme ich nicht rein. Aber alleine schon in die Garage reinzugucken, ja, da hast du ja mehr Technik als manche Menschen in einem 8WE-Haus. Der hat 4 Aufbaubatterien. Ja, was immer das auch heißt. Also Energie ohne Ende. Guter Art. Die Karre kostet 1,4 Furzmillionen. Steht auf dem Zettel drauf. Und dann stehst du hinten drauf mit einem kleinen Kia Picanto. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen, wo du sagst, gut, wenn du 1,5 Millionen für die Karre ausgibst, dann hast du halt auch kein Geld mehr für einen, also für ein, also das ist ein schönes Auto. Das soll uns richtig verstehen. Passt halt nicht. Da ist der Porsche bei dem anderen vorhin natürlich ein bisschen geiler gewesen. Jetzt kann ich dir sagen, jetzt ist es natürlich so, wenn jetzt kalt wäre, dann würden die Mauken dampfen, weil ich habe nämlich gerade so überschlagen. Wir müssen heute locker 20 plus Kilometer gemacht haben. Mindestens. Gibt zur Stärkung erstmal ein völlig überteuertes Hotdog. Also 4 Euro, aber dabei bleibt's ja nicht. Freut sie sich gleich. Dann gibt's direkt noch so ein Bier Düsseldorfer Brauart. Ja, ein sogenanntes Füchschenalt. Das ist das zweite. Ja, das erste war nicht so lecker, aber wir geben dem ja noch mal eine Chance. Das ist ja manchmal in der Liebe auch so. Und dann sage ich mal, jetzt gucke ich auf die Uhr. 5:10, Messetag Nummer 1 neigt sich so ganz langsam dem Ende entgegen. Wie auch ehrlich gesagt, ja, also, jetzt überlegen wir, seit 10 Uhr, 7 Stunden hier rumgeockert, davon haben wir vielleicht nach einer haben wir gesessen, 6 Stunden gerannt. Ja, ein Fleißig. Happy Camping und oder? So. Prost. Ah, morgen geht's weiter. Tada! Chakalaka und weiter geht's. Guck mal, kennst du den? Das hier ist nämlich The Incredible Sebastian. Der hat heute den weiten Weg von Siegburg nach Düsseldorf auf sich genommen. Bonn, bitte. Bonn. Ja, und heute, Tag 2, geht das mal direkt weiter. Wir stürzen uns ins Getümmel und dich nehmen wir mal ein bisschen mit. Ha, hast du Bock? Na dann los. Sind wir direkt schon kaum auf der Messe, sind wir schon im ersten Wohnwagen, das ist ein Adria. Und wenn man sich jetzt denkt, Mensch, film doch mal die andere Seite, ja, da muss doch weitergehen, ja. Ist halt Ende. Der ist halt auch nur 1,50 Meter lang, aber Sebastian ist auf der Suche nach was Kleinem. Ja. Der hat auch was Kleines. Guck mal hier. Eine kleine Dusche zum Beispiel. Ja, Wahnsinn. Na, aber schön, oder? Also, kennst du eigentlich den Film Die drei von der Tankstelle? Wir sind so ein bisschen wie die 4 von der Messe. Laufen wir hier rum wie Pat und Patterchen. Pah, das ist total abgefahren. Pass auf, totale Weltneuheit, die will ich dir gar nicht vorenthalten. Jetzt stell dir mal vor, du stehst in deinem Wohnwagen und denkst dir, boah, jetzt ein leckeres Eis. Gehst an dein Eisfach, machst du auf. Jetzt kann es aber auch sein, dass du halt mal von der anderen Seite kommst, ja, weil du bist nämlich gerade so durch die Tür reingeschwungen, stehst jetzt einfach hier und machst halt so rum auf. Alter, ist das nicht etwas, wo man sagt, boah, leck mich am Arsch. Das ist doch mal Erfindung, oder? Ja, ist dann nämlich ist Dometic. Pass auf, zeige ich dir. Wo stand das? Irgendwo stand das? Hier.
Weltneuheit. Links-rechts Kühlschrank. Da, ja, weißt du Bescheid. Hast du wieder was gelernt? Wusste ich auch vorher nicht. Das ist die Messe der weiten Wege. Wenn man so taktisch vorgeht, wie wir das hier tun, ja, dann rennst du nämlich von Halle da zu Halle da, um dann wieder Halle da und dann Halle da zu besuchen. Hör mir auf, ey. Das liegt aber auch einfach daran, dass so ein Plan, ja, den kann man sich hier käuflich erwerben, für 5 Euro. 5 Euro, das musst du dir mal vorstellen. Für einen Plan. Für so ein schrottiges Messebuch. Also liebe Messe Düsseldorf, das kann man aber mal anders darstellen. Das kann doch wohl mal den Preis drin. So, und total super ist natürlich hier in dieser Zelthalle 18, keine Ahnung. Da gibt es die sogenannte, guck mal, Starterwelt. Das finde ich ziemlich charmant. Das ist nämlich so für die Menschen, die anfangen mit diesem ziemlich geilen Hobby und so noch nicht den größten Überblick haben über, ja, was brauche ich denn und was muss ich denn beachten. Dann gibt es hier eine ganze Menge Stände. Ja, vielleicht sind wir hier auch irgendwann mal vertreten. Ja, das wäre ja aber was. Und das zeige ich dir jetzt, es gibt so Vorträge. Ja, da kann man sich hier schön so auf ganz harte Holzbänke hinsetzen. Und die Themen, die zeige ich dir jetzt, dann bringt dir vielleicht nicht mehr viel, weil die Messe ist ja morgen vorbei. Aber da gibt es ja nächstes Jahr bestimmt wieder. So, du bist ja schon ganz gespannt. Ja, vor lauter Aufregung bist du wahrscheinlich schon am Zittern dran. So, guck mal hier, alles was recht ist, Fahrzeug war leicht gemacht, alles zum Caravan, rund ums Reisemobil, Vermietung und so weiter und so fort. Und 16.15 Uhr ist es leider nicht, Camping als Lebensstil, das ist natürlich eine toll abgefahrene Sache. Jedenfalls, jetzt ist es 15 Uhr gleich, wir gucken uns jetzt erstmal an, Campingplatz, Stellplatz und Co. Ja, ich könnte mir ja vorstellen, so ein bisschen was, das lernen wir auch noch. Bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Heieiei, ihr seht es schon, die Sonne steht tief, das muss ja was bedeuten, nämlich der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Die Mauken tun weh, die präsente Taschen sind voll. Also naja, nicht wirklich. Tatsächlich haben, glaube ich, einige Menschen hier richtig was abgezogen. Also von Kullis über Schlag mich tot. Wir haben natürlich nur super sensationelle Sachen. Zum Beispiel eine Dose Prosecco haben wir mitnehmen können. Ja, das ist super. Es waren auf jeden Fall zwei sehr, sehr spannende Tage. Was ich total geil fand, insgesamt haben mich so ein paar Leute angesprochen mit, ey, bist du nicht Stefan? Ich sag, ja, hey, das bin ich. Und irgendwie ist das ziemlich cool, weil nämlich das, was wir hier Happy Camping nennen, also wir alle miteinander, das scheint irgendwie, naja, ich sag mal, irgendwie scheint das echt eine geile Sache zu sein. Und irgendwie kriegen wir auch kaum ein Grinsen aus dem Gesicht. Jetzt sage ich, hoffentlich hast du ein bisschen Spaß gehabt bei dem Einblick, den wir dir versucht haben zu geben in den letzten zwei Tagen. Ein paar kleine Neuigkeiten haben wir irgendwie auf Film, da ist aber einer unzufrieden, haben wir auf Film bannen können. Und jetzt sage ich, jetzt sind wir weg, ab in den Feierabend. Und dir vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Au revoir. Ciao.